Tiere verstehen. Die Alphütte der Schafalp Gstanz, zuhinterst im Verwalltal in der Nähe von St. Anton am Arlberg. Das ist das Reich von Norbert Siegele. Während der Monate Juni, Juli und August haust er meist allein in der kleinen Hütte, während seine Frau und die zwei kleinen Kinder zwei Wegstunden weiter unten in der Branntweinhütte im Hirtenhaus des Verwalltals wohnen. Zusammen mit Hirtenhund Billy schaut er täglich nach den 700 Schafen, die ihm knapp 50 Kleinbauern der umliegenden Dörfer in Obhut gegeben haben. Schafe hüten heißt vor allem weite Wege gehen. Und das nicht nur bei schönem Wetter, wenn sich sogar die scheue Kreuzotter von der Sonne wärmen lässt und sich die Schafe in Sichtweite räkeln. Norbert Siegele hütet zum ersten Mal die Schafe, nachdem er zuvor jahrelang als Jungviehhirt auf den benachbarten Alpen Erfahrung gesammelt hat. Mein Vater ist früher auch in der Alp gewesen, aber richtig zum Hirten kommen bin ich erst durch meine Geschwister, durch meine zwei Brüder. Mit 9 Jahren hat der ältere Bruder die Schafe gehütet. Und da bin ich so fanatisch von dem ersten Ferientag bis zum letzten Ferientag alle mitgegangen. Das hat mich so fasziniert und feitunkt. Und jetzt bin ich selber dabei geblieben. Jetzt bin ich selber schon 19 Jahre in der Alp. Ohne einen guten Hütehund kann man eine Schafherde fast nicht im Zaum halten. Norbert Siegele hat dem inzwischen 6 Jahre alten Border Collie das Handwerk auf der Rinderalp beigebracht. Oben durch, Billy. Ja, hopp, oben durch. Doch dem Hund ist die Umstellung vom Rinder zum Schafehüten schwerer gefallen als seinem Meister. Er ist bei der Schafe eher ein bisschen zu rasant gewesen, ein bisschen zu grob, aber mittlerweile habe ich es langsam in den Griff gekriegt. Weil beim Galb braucht es. Braucht es ein bisschen stämmiger, ein bisschen kräftiger. Und bei der Schafe geht es ein bisschen riebiger auch. Aber mittlerweile hat er schon gut. Habe ich gut umgeschult wieder. Doch Billy ist für Norbert Siegele weit mehr als ein williger, billiger Hilfshirt. In den vielen einsamen Stunden auf der Weide und in der Hütte ist eine besondere Beziehung zueinander entstanden. Das ist, was weiß ich, das ist, als wie ein Mensch ist der für mich der Sommer. Ich kann zwar nicht reden mit ihm, aber du bist nicht allein, wenn irgendetwas war, du hast einfach den Hund bei dir. Du bist, weil du bist ja viel allein unterwegs da. Aber durch einen Hund bist du halt einfach nicht allein. Ist das so? Na ja, müssen wir wieder gehen. Ja, und legen die Schuhe. Am letzten Augustsamstag schnürt Norbert Siegele zum letzten Mal seine Schuhe in der Gstanzhütte. Denn heute geht's mit der ganzen Herde ins Tal. Und ab morgen werden Siegele und Billy die Schafe auf der anderen Talseite weiden, am Patriol und in der Branntweinhütte im Talboden logieren. Diese Alpabfahrt, die sogenannte Schafschwad, ist ein kleines Volksfest für Hirten, ihre Familien und die Besitzer der Schafe. Viele von ihnen steigen im Morgengrauen dem Hirten entgegen und helfen ihm beim Abtrieb. Stolz führt Norbert Siegele die Herde an der Spitze ins Tal. Er kann sich der Dankbarkeit von rund 50 Kleinbauern gewiss sein, die wissen, wie wichtig für sie die Alpung ihrer Schafe ist. Für einen Kleinbetrieb ist das genauso wichtig wie für einen Großen, noch wichtiger. Weil natürlich das Vieh ist im Sommer weg. Das heißt Arbeitsentlastung erstens einmal. Zum einen und zum anderen natürlich auch Erweiterung für Futtergrundlage. Ich meine, 3-4 Monate das Viech weg, das bedeutet 3-4 Monate Viech nicht futtern müssen.
Klar. Im Schafpferch im Talboden findet dann unter den kritischen Augen kundiger Fachleute die Schafschort statt, das Ausscheiden von bestimmten Schafen. Weil im September Schneefälle keine Seltenheit sind, nehmen die Besitzer ihre hochträchtigen Mutterschafe und die kleinsten Lämmer zu sich nach Hause. Für Norbert Siegele auch eine Gelegenheit, seine Familie wiederzusehen, die ausgerechnet nach diesem Wochenende nach Hause ins Paznauntal zurückkehren wird, da Töchterchen Claudia am Montag zur Schule muss. Trotzdem, die erste Saison auf der Schafalp hat Siegele gut gefallen und er wird sie wohl auch im nächsten Jahr wieder übernehmen. Da lasse ich mich selten überraschen, aber er bleibt schon bei der Schaf. Er bleibt bei der Schaf. Wenn sie zufrieden sind mit mir, bleibe ich wieder bei der Schaf wahrscheinlich. Gegen Abend geht's dann wieder in die Höhe, diesmal auf die andere Talseite. Die Alpung von Vieh und Schafen ist aber nicht nur für die Tierbesitzer von Bedeutung, sondern auch für die Natur. Denn ohne Beweidung nehme die Alplandschaft auf Dauer Schaden. Es war ein langer Weg von den Wildpferden zu den englischen Vollblutrennpferden, die ein Denkmal erhielten, wie der Hengst Hyperion. Im Jockey Club von Newmarket sind sie auf Gemälden verewigt, so wie Eclipse, unbesiegbarer Champion und Stammvater vieler Rennpferde, dessen Huf König William IV. In Gold fassen ließ. Ein Champion von heute. Der Hengst Mount Nelson auf Gestüt Newsells, das der Jakobs-Familie gehört, hat seine erste Decksaison hinter sich. Die Deckgebühr des Fünfjährigen beträgt gegenwärtig 10.000 Pfund. Rennpferde decken ausschließlich im Natursprung. Mount Nelson hat in wenigen Monaten über 100 Stuten belegt. He's a very good boy. Very good boy. Er hat sich als guter Charakter erwiesen. Wir hatten Glück mit ihm. Und wenn seine Nachkommen ebenso sind, sind sie leicht zu trainieren. Und wenn sie leicht zu trainieren sind, gewinnen sie viele Rennen. Wir müssen Alpha sein und er Beta. Aber er ist ein Alpha, wenn es zum Decken kommt. Und das ist eine Herausforderung zwischen dem, was er möchte und dem, was wir von ihm verlangen. Seinen Harem sieht Mount Nelson allerdings höchstens von Weitem. Die zukünftigen Champions des Gestüts Newsells verbringen viel Zeit auf der Weide. Nicht nur aus Tierfreundlichkeit, sondern wegen praktischer Erkenntnisse. Sie sollen natürlich aufwachsen, mitten im Gras, auf dem Land. Sie sollen auf den Weiden galoppieren und Muskeln, Lungen und Herztätigkeit entwickeln. Alles, was aus ihnen erfolgreiche Rennpferde macht. Im Alter von anderthalb Jahren fängt für das Rennpferd ein neuer Lebensabschnitt an. Das Training beginnt eigentlich viel zu früh. Andere Rassen werden erst mit 3 oder 4 Jahren eingeritten. You want to send the next group up the far one? 2 Jahre bleiben Rennpferde mindestens im Geschäft. Wenn sie viele Preise gewinnen, auch länger. Ihre aktiven Jahre gehen nicht spurlos an den Pferden vorüber. Positiv ist, dass sie immer mit Artgenossen zusammen sind. Es sind Pferde und sie sollen entsprechend behandelt werden und ihre Identität als Pferd behalten. Sie sollen keine Menschen werden, sondern Pferde bleiben. Wir müssen ihnen ihren Instinkt lassen und ihn nutzen, um aus ihnen Athleten zu machen. Nach der morgendlichen Schwerarbeit dürfen die Athleten wieder normale Pferde sein. Für eine kurze Zeit.
Denn am nächsten Tag steht ein neues Training oder vielleicht sogar ein großes Rennen bevor. In diesem Schloss bei Starnberg gehen seit jeher Dohlen ein und aus. Das Schloss gehört der Dynastie der ehemaligen Könige von Bayern. Zeitweise hier bei den Großeltern aufgewachsen, ist die Biologin und Verhaltensforscherin Prinzessin Auguste von Bayern. Mein Großvater hatte schon Dohlen zu Hause gelegentlich, die auch sprechen konnten. Und die sind bei uns ums Haus gekreist. Ich war immer fasziniert von ihnen und habe mir immer gewünscht, dass ich mal eine großziehen kann, dass ich mal eine finde, die aus dem Nest fällt und verletzt ist. Das ist aber nie passiert. Und dann ist es irgendwie ein glücklicher Zufall gewesen. Ich habe da hat sich gerade die Forschungsgruppe in Cambridge gerade relativ neu entstanden. Ich bin durch Zufall hineingerutscht und habe dort meine Doktorarbeit begonnen mit Dohlen. Inzwischen forscht Auguste von Bayern für die Universität Oxford, unter anderem weiterhin mit Dohlen. Sie kennt ihre Vögel in den Volieren alle. Und umgekehrt ist es offensichtlich ebenso. In ihrer letzten Veröffentlichung hat Auguste von Bayern nachgewiesen, dass die Dohle hinschaut, sehr genau darauf achtet, wo ein Artgenosse oder sogar ein Mensch hinschaut. Verstehen, was der andere sehen kann und auf was der andere gerade achtet, wo er seine Aufmerksamkeit hinrichtet, ist sehr, sehr wichtig. Und man sieht eben bei Dohlen, dass sie sehr sensibel auf, ja, Dohli, sehr sensibel auf Augen sind. Das habe ich ursprünglich eigentlich zufällig beobachtet, dass immer, wenn ich hingeschaut habe, dass ich genau gemerkt habe, wenn ich selber hingeschaut habe. War immer mein Gefühl, das habe ich dann in einem Experiment getestet und das war eben wirklich so. Sie extrem sensibel auf menschliche Augen sind. Vielleicht eben, weil sie auch, man sieht ja, dass sie ganz helle Augen hat in einem ganz schwarzen Gesicht. Die können die Augen auch ziemlich bewegen. Das sieht man jetzt sogar, glaube ich. Und das ist wie bei unseren Augen. Wir haben eben einen weißen Augapfel und ein relativ dunkles Iris, sodass man genau unsere Augen sieht, wo wir hinschauen. Andere Menschen sehen, wo wir hinschauen, weil es sehr auffällig ist. Und bei Dohlen ist es auch sehr auffällig, wo sie hinschauen. Auguste von Bayern demonstriert die Versuchsanordnung mit einem Mann, den die Dohlen nicht gut kennen. Jetzt ganz gerade ausschauen, hier auf diesen Punkt und die Augen nicht mehr bewegen. Hier ist das Futter hin. Es dauert eine ganze Weile, bis sich die Dohle dem Leckerbissen nähert. Und dann nochmals geraume Zeit. Bis sie den Wurm endlich schnappt und sofort wegfliegt. Schaut die Testperson aber weg, ohne die Stellung des Kopfes zu verändern, hat die Dohle keine Hemmung, sich in aller Ruhe den Köder zu holen. Von Personen, die ihnen bekannt sind, wie die Forscherin, nehmen die Dohlen die positiven Hinweise wahr. Seines Zeichen mit dem Zeigefinger. Oder eben solche mit den Augen. Die Frage dahinter ist, ob Tiere denken können und ob sie darüber denken, was andere denken. Also ob sie eine in
Anführungszeichen eine Theory of Mind haben, ob sie darüber nachdenken, was andere für Intentionen haben, was sie wissen, was sie nicht wissen, was sie sehen können und so weiter und so fort. So wie wir Menschen das ganz automatisch tun. Es ist eben interessant zu wissen, ob Tiere das auch können. Neben Dohlen testet Auguste von Bayern auch neukaledonische Krähen. Diese sind bekannt dafür, dass sie Werkzeuge gebrauchen, ja sogar selbst herstellen können. Dieses erstaunliche Phänomen untersucht eine ganze Gruppe der Universität Oxford unter der Leitung von Christian Rutz und Alex Kaczelnik. Werkzeuggebrauch ist tatsächlich ein ungewöhnliches und sehr seltenes Verhalten. Werkzeuggebrauch im Tierreich ist so selten, dass wir lange Zeit glaubten, dass nur wir Menschen dazu in der Lage sind. Und wir haben Menschsein lange Zeit definiert, indem wir gesagt haben, wir sind diejenigen, die Werkzeuge herstellen und benutzen. Inzwischen ist erwiesen, dass einige Affenarten Werkzeuge verwenden. Nun sind die Krähen dran. Wie geschickt und erfindungsreich diese neukaledonischen Krähen mit Werkzeugen umgehen können, zeigt ein einfacher Versuch in der Voliere. Eindrücklich hat Rutz in seinem Vortrag in St. Gallen dargelegt, wie Krähe Betty es unter wissenschaftlich kontrollierten Bedingungen im dritten Anlauf schon schaffte, aus einem geraden Draht ein geeignetes Werkzeug zu basteln. Dieses hier ist eine durchsichtige Plastikröhre und am Boden dieser Röhre befindet sich ein kleines Eimerchen mit einem Henkel und in diesem Eimer befindet sich eine Futterbelohnung. Und die Krähe möchte natürlich die Futterbelohnung. Sie sehen also, wie der Vogel hier zunächst einmal mit dem geraden Draht stochert und versucht, diesen Eimer anzuheben. Das funktioniert nicht. Jetzt nimmt sie den Draht heraus, klemmt ihn hier in dieses Klebeband, biegt ihn in einen Haken. Hat jetzt einen wunderschönen Haken und kann den Eimer herausholen. Zwei Sachen sind ganz, ganz wichtig hier. Das eine ist, das ist spontanes Verhalten. Das ist nicht Verhalten, das trainiert ist. Das zweite, was wichtig ist, diese Vögel benutzen Werkzeuge im Freiland für den natürlichen Nahrungserwerb. Du. Tiertrainerin Tatjana Simek mit drei von ihren Hunden. Sie bereitet die Tiere vor für eine Kinderserie der ARD. Der Bernhardiner muss einen Metzger anfallen. Das ist die Aufgabe vom Tiertrainer, dass er das Bild so rüberbringt, dass der Hund wirklich eine Aggressivität ausstrahlt, obwohl er in Wirklichkeit, wenn die Kamera aus ist, der geht hin und springt allen an und schlägt alle ab und ist ganz, ganz lieb. Ja, komm her. Komm her. Ja. Tupi, tupi, tupi. Zeig's mal so vor die Nase. Und hopp. Hopp, ja. Der Bernhardiner weiß, dass ihm eine Belohnung winkt. Und das ist seine Motivation fürs Mitmachen. Pumpkin ist ein großer Hund, aber mit einem ganz, ganz feinen Herz. Sie ist hochsensibel, sie ist sehr, sehr empfindsam. Und es ist in sie sehr, sehr schwierig, diese Aggressivität rauszubringen. Und wir machen jetzt viel bei ihr. Sie ist wieder ein Hund, die nicht so Spieltrieb hat. Sie will halt essen. Also wenn ich keine Wurst in der Hand habe, denkt sie sich, mach selber dein Zeug. Also da ich bin ein Tiertrainer, der nicht geizig ist. Ich kaufe meinen Tieren gern Wurst. Ich kaufe manchmal Hühnerherzchen, koche ich ihr. Wenn man ja was von Tier will, dann muss man dem Tier auch was geben. Lott! Lott! Pumpkin! Lott! 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 Der Hund darf halt nicht ängstlich sein, weil er fällt ja dann zu Boden. Und es muss alles für sie im Spiel sein. Und das Wichtigste ist, wenn der Tiertrainer auch mal irgendwie ein bisschen verletzt wird durch die Kralle vom Hund, durch den Zahn vom Hund. Man darf nie das Vertrauen brechen, nie sagen, oh, du hast mir jetzt wehgetan, hau ab oder so. Man muss immer, ich sag mal, Zähne zusammenbeißen und immer sagen, supi, toll hast du es gemacht. Ja, toll. Ja, super.
Und was man da halt ein bisschen so Verfeinerungen machen kann, man kann dann sagen, man tut, ich kaufe so Kinderzahnpasta, da gibt so Erdbeergeschmack, natürlich so unter die Lefzen ganz leicht ein bisschen Zahnpasta rein und dann, wenn er bellt, dann schäumt er und es sieht halt dann noch viel aggressiver aus. Ich habe halt 10 Hühner gehabt, die einen Huhn dargestellt haben, habe dann diese ganzen Charaktere vom Einzelnen herausgepickt. Und habe praktisch, also wenn man den Werbespot jetzt sieht, waren 60% war die Chocolate und alles andere waren dann halt jedes Huhn halt, was für seine Szene geeignet war. Und wie bringt man einen Huhn dazu, sich auf eine Eierschachtel zu setzen? Wenn ich auf einen Huhn zugehe, geht es ja leicht zurück. Also haben wir die Eierschachtel dahinter gemacht, das Huhn davor. Und dann sind wir so mit der Hand, bin ich leicht zugegangen, dass ich aber noch nicht im Bild bin. Und das Huhn hat dann 2 Schritte zurückgemacht. Und da dann die Schachtel dahinter war, hat es sich halt draufgeguckt. Ich mache Imprinting, das heißt, die Hühner schlüpfen bei mir in der Hand aus. Ich tue sie auf bestimmte Geräusche prägen von klein auf. Und da bin ich praktisch ein Leben lang die Mama. Ich liebe meine Tiere, ich lebe von meinen Tieren, aber ich würde nie irgendwie zulassen, dass etwas Negatives passiert. Ja, fein, komm. Komm. Mie. Wir wollen nicht. Komm. Wenn Giuseppe Borghi angefahren kommt, warten seine Esel schon auf ihn. Mit der Eselfarm hat er sich einen Kindheitstraum erfüllt. Seit 40 Jahren bin ich Schlosser. Dann habe ich diese Eselfarm gegründet. Zum Glück hat mein Sohn meine Leidenschaft geerbt. Inzwischen haben wir 800 Esel. Die beiden Hengste grüßen sich. Italien hat mehrere Eselrassen, die man jeweils für einen bestimmten Zweck züchtete. Monte Baducco ist einer der wenigen Orte, wo diese Tradition weitergeführt wird. Das Gut liegt in der Region Emilia, in den Hügeln des Apennin. Man kann hier auch übernachten und sehr gut essen. Es hat in meiner Kindheit angefangen. Ich war ein Bauernsohn und wir lebten auf einem einsamen Hof. Der Esel brachte die Milch in die Käserei und auf dem Rückweg trug er Wasser und Lebensmittel. Wir hatten keine richtige Straße und der Esel war das einzige Transportmittel. Vor allem aber war er mein Freund, denn der Esel ist sehr lieb und anhänglich. In der Strafanstalt Saxeriet im St. Gallischen Rheintal werden seit 2007 4 Esel in der Therapie von Straftätern eingesetzt. Treibende Kraft dahinter war der Direktor, dem einer der Esel gehört. Machen wir nochmal den Anlauf. Es geht um das Vertrauen einmal gewinnen des Tieres, es geht um das Tier allgemein, die Beziehung Mensch-Tier. Man spricht ja auch von einer Biophilie-Hypothese, also alle Einflüsse, die heilsam sind, ob Tiere, Pflanzen, Natur. Da liegen die großen Themen drin, also Beziehungsfähigkeit im großen Ganzen, muss man sagen, nicht nur zum Tier. Beziehungsfähigkeit dann dadurch in einer Partnerschaft oder in einer Beziehung. Und insbesondere die Themen Selbstvertrauen, Beziehungsfähigkeit stärken. Du bist ein Losbub. Hey. Wenn der Esel nicht will, nützt Schimpfen nichts. Es braucht Geduld. Ja, so ist gut. Fast ist es gut. Gut, ja. Im Generellen mache ich wirklich die Erfahrung, dass die Insassen sehr motiviert sind und sich von den Eseln wie überraschen lassen. Und sie finden einen sehr guten Zugang zu den Tieren. Und ich glaube, sie werden auch von den Tieren sehr gut abgeholt.
Der Esel ist sehr kontaktfreudig. Er nimmt von sich aus Kontakt auf. Und was ich auch sehr speziell finde, der Esel spiegelt die Insassen ganz gut. Wenn jemand in den Stall kommt, so noch richtig aufgebracht, dann rasen alle weg und der Insasse fragt ihn, was ist denn heute los? Und er merkt es anhand dem Verhalten der Esel, dass es an ihm liegt. Der Insasse darf sich seinen Therapieesel aussuchen. Meist geschieht das gegenseitig. Dieser Insasse ist davon überzeugt, dass Esel Gaudi ihn gewählt hat. Manchmal scheinen sich ähnliche Charaktere anzuziehen. Auch zwischen diesen beiden stimmt die Chemie. Der Esel Miro ist noch sehr jung und ungestüm. Der ist so, ich sage jetzt mal, gut frech und geht auf die Sachen zu. Und mit ihm ist es einfach so, dass man muss ihn ein bisschen mehr steuern, wie man sagen, hey, halten und ihn beschäftigen mit neuen Sachen. Sonst ihm wird es auch schnell, sonst langweilig. Jetzt, ich kann ihn nicht auf das Hindernis aufziehen, sonst, weil er hat mehr Kraft als ich. Wenn er zurückzieht, dann habe ich keinen Stich, um ihn da aufzuziehen. Und da geht es dann eben darum, um sich ein bisschen einfallen zu lassen. Wie kann ich ihn dazu motivieren? Also ich habe schon mit ihm mit Futter, also mit Äpfeln, Belohnung gearbeitet. Aber um diese Sachen auch herauszufinden, denke ich, da geht es genau darum. Oder? Mit Drohen, mit Ziehen. Und das geht nicht. Das funktioniert nicht. Oder? Die Erfahrungen in den 5 Jahren seit Beginn des Therapieprogramms sind durchwegs positiv. Es ist nicht ein Therapieprogramm, das in einem Segment der hochgefährlichen Täter arbeitet oder Erfolg erzielen will. Es geht primär um soziale Integration mit dem Überbau, Rückfälligkeit zu minimieren oder sprich Steuerungsfähigkeit zu erhöhen und dadurch die Deliktmotivation des Täters zu senken. Auf der Eselfarm in Montebaducco ist die Therapie im Alltag integriert. Giuseppe hat ein großes Herz, nicht nur für seine Esel. Seit einem Jahr arbeitet Eugenio hier, ein Junge mit Down-Syndrom. Er kommt 2 Tage in der Woche. In der Schule hatte er kein Wort gesprochen. Und der Schuldirektor fragte Giuseppe Borghi, ob er ihn aufnehmen würde. Seit Eugenio hier arbeitet, ist er richtig aufgeblüht. Sag mir, wie du heißt. Eugenio de Medici. Wo gehst du zur Schule? Rasanelli Agraria. Dieser Junge da kommt 2-mal in der Woche und hilft Giuseppe im Stall. Gefällt es dir? Wenn er die Schule abgeschlossen hat, kann Eugenio hier arbeiten. Und er freut sich schon jetzt darauf. Wer sich mit Eseln beschäftigt, kann sich ihrem ruhigen, charmanten Wesen nicht entziehen. Esel sind ein Gewinn für den Menschen und sie sind es wert, dass man sich für ihre Erhaltung einsetzt. Es wäre ein großer Verlust, wenn dieses liebenswürdige Tier verschwinden würde. Sie sahen Tiere verstehen. Diese Sendung können Sie in unserem Online-Shop herunterladen.